Hier ist Südradio FFH, Silvia am Sonntag, der Talk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich sage herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken. Ja, schönen Tag. Wolfgang, bevor wir zu deinem Familienalbum kommen, würde ich gerne kurz mit dir über deine andere Familie sprechen, den FC Köln. Was sagst du zum Rauswurf von Stöger? Ja, das ist natürlich traurig. Das ist eine traurige Entwicklung. Es ist eine gefährliche Situation, weil es kann natürlich jetzt sein, dass mit genau das losgeht, was man eigentlich jetzt seit 4 Jahren nicht mehr gehabt hat. Also seit 4 Jahren haben clevere Männer haben das irgendwie geregelt und haben Entscheidungen getroffen. Es war ein toller Trainer, auch mit einem, der Schmadtke hat auch seinen Job gut gemacht. Ich weiß nicht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Es ist eigentlich wirklich sehr, sehr bitter, weil es hat keiner verdient. Zu allerletzt der Stöger, weil der nun wirklich ein Mann der Werte ist, der hat keinen irgendwo bloßgestellt. Da gibt's ja irgendwelche Kurieren, wo er einfach nichts zu sagt. Wo er einfach sagt, das sind persönliche Sachen. Also ist ein Gentleman. Mit dem Effekt natürlich, dass er allein im Regen steht. Ja, dass genau. Er allein im Regen steht. Ja. Und aber ich glaube, das Positive dabei ist, ich glaube, die Kölner haben dann Gefühl für. Ich glaube, die wissen, was da ist. Und das war ja jetzt am Samstagabend dieses Spiel gegen Schalke. Da hat man ja gesehen, was auch bei den mitgereisten Fans los war. Also da ist nichts mit Stöger raus oder irgendwas. Der geht in die Kurve und da fließen die Tränen. Ja, das also das war ist ja, schon... Ja. Ist ein großer, und wenn man das alles viel früher gemacht hätte, wenn man viel früher sich entschieden hätte, pass auf Leute, klare Ansage, das wird jetzt untersucht, was das für merkwürdige Transfers waren, und aber von unabhängiger Stelle, und dann hätte man ein klares Bekenntnis zu dem Trainer geben können, pass auf, wir steigen womöglich mit dem ab, aber wir steigen auch wieder auf mit dem. Aber als Köln-Fan bist du, glaube ich, auch leiden gewohnt. Ich kann da ganz gut leiden, ich bin da auch leid geprüft. Ich beneide übrigens auch die handelnden Personen nicht. Ja, weder den Toni, noch den Spinner, noch den Werle, ich beneide die alle nicht. Die hängen in einer Situation drin, die ist grauenhaft. Wenn man Wolfgang Niedecken einlädt, dann redet man natürlich auch über Fußball, aber jetzt weg vom Leiden, Wolfgang. Wir hören den Titelsong auf deinem neuen Soloalbum Reinrassige Straßenköter. Ich bleib mal beim Hochdeutsch, weil das klingt bei mir da nicht so gut. Alle Infos übrigens zu dem Album und zur Tour kriegt ihr auf ffh.de. Ich wollte wissen, woher komme ich? Wer sind meine Vorfahren? Und das Lied Reinrassige Straßenköter beschreibt ja ganz gut, wir haben es ja gerade gehört, ja, die vielen Einflüsse, die ja du und deine Familie vereint. Wie wird das so aufgenommen, das Familienalbum von dir? Es ist verstanden worden, Gott sei Dank. Ach, ich hatte in den letzten Wochen, bevor es erschienen ist, habe ich gedacht, in den letzten Wochen wird man immer unsicher. Dann denkt man über alles nach und ist selbst sein eigener Advocatus Diaboli und dann alles so überprüft. Und das könnte ja auch so aufgefasst werden. So als hat er nochmal ein bisschen alte Songs aufgenommen, fällt wohl nichts Neues mehr ein und alles so ein Quatsch. Das denkt man dann, dass das kommen könnte. Es kam aber Gott sei Dank nicht, weil wir dieses Booklet auch so gemacht haben und die ganze Vorbereitung, was wir im Internet gepostet haben. Es war wirklich eine tolle Vorbereitung für den Release und die Leute haben es wirklich kapiert und die Leute lieben es. Also es ist, ist überwältigend. Das Ding ist auf Platz 2 in die deutschen Charts, in Albumcharts eingestiegen. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Also ich habe gehofft, dass es Top 10 geht, aber dann ist es dann auf 2 eingestiegen. Das ist schon der Hammer. Das ist schon großartig. Also sogar noch besser als das vorige Soloalbum, das ist auf 4 eingestiegen. Genial, ja. Und also das war ja auch schon ein großer Erfolg, ne, eigentlich. Also das war war auch ein Wagnis. Das war ein Wagnis. Also sowas zu machen, die Entscheidung, die kann man nur dann fällen, wenn man die Leidenschaft auch hat für dieses Thema. Also wenn es jetzt heißen würde, okay, dann denk dir mal ein Thema aus, wo du jetzt irgendwie alte Songs verwerten kannst, das wäre eine andere Nummer. Ja, das stimmt, aber, ja. Aber das war ja, damals war das der Dank an meine Frau, dass sie bei meinem Schlaganfall alles richtig gemacht hat und mir mindestens dieses Mal, wenn nicht an anderen Stellen auch schon mal, über schlimme Sachen hinweg geholfen hat, in dem Fall das Leben gerettet. Und jetzt bei dem
bei dem Rhein-Rassi Strauße gehört, also beim Familienalbum, ist das so eine Geschichte. Das war mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich habe einfach den Zoom weiter aufgezogen. Ne? Der Zoom, der am Anfang nur auf meine Frau, auf mich war, bei Zusammen alt, den habe ich aufgezogen und mal geguckt, was ist denn da noch? Wolfgang Niedecken, zu Besuch bei Silvia am Sonntag, der Talk. Es ist wie es ist, bloß mal entlang, da kommt doch keiner hier für. Es ist wie es ist, kann man nichts machen. Es ist wie es ist, na klar. Ein wunderschön fröhlicher Song ist aus This Wir This entstanden, weil viele Songs sind ja komplett neu aufgenommen für Familienalbum. Also das ist echt schön, dass der mit drauf ist. Ja, Gott sei Dank haben wir den für das Finale des Albums genommen. Das war auch klar, dass wir aus dem Album beschwingt rausgehen wollen. Es sind ja auch sentimentale Sachen dabei. Es sind Sachen dabei, wo man auch ein bisschen den Blues spürt, wo man über Sachen, die einfach auch nicht so doll gelaufen sind. Das muss ja auch, gehört ja auch alles dazu. Ah ja, klar. Ja. Ja, und nein, aber das Tolle war, dass diese Musikerfamilie, das war schon wieder Familie, auch die verfolgt so, dich immer, ne? Ja, ja. Dass die einfach auch toll zusammengestellt war. Ja, und dann noch New Orleans. Du hast es so beschrieben, die Stadt atmet Musik. Die Stadt atmet wirklich Musik und das ist auch kein Werbespruch. Das ist, du gehst in New Orleans durch die Gegend, du hörst überall Musik und du siehst auch meistens Leute, die Musik machen. Und ansonsten gehen die ganzen Filme in deinem Kopf auch ab, ja, die von New Orleans und von Musik handeln. Und wenn man sich mit der Geschichte von New Orleans auseinandersetzt, was ich natürlich getan habe, lange bevor wir das Album aufgenommen haben, dann weiß man, dass damals in den schlimmen Zeiten die Sklaven da angelandet wurden, aus Afrika gekommen. Ein großer Sklavenmarkt, der sogar bei den Rolling Stones, bei Brown Sugar vorkommt. Fällt echt? Mir ein. Ja, ja, Soldier in a Market down in New Orleans. Wahnsinn. Solche Geschichten kann man von dir neuerdings ja auch im Radio hören. Du bist ja Kollege geworden. Du moderierst eine Sendung beim WDR, die heißt Songpoeten. Du machst da alles selbst. Das mache ich alleine. Ja, das war eine schöne Anfrage, wo ich am Anfang allerdings gedacht habe, ich kann das nicht machen, weil die wollten das jede Woche einmal machen. Und du weißt das, dass man sich auf so eine Sendung vorbereiten muss. Das kann man nicht einfach so aus der Hüfte mal gerade mal ein paar CDs mitbringen. Da spielen wir mal das oder das oder das. Aber ich wollte es trotzdem irgendwo in dem Stil auch halten, aber das braucht Vorbereitung. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich es einmal im Monat mache, und das macht Riesenspaß, aber es ist wirklich pro Sendung wirklich einen Tag mindestens Vorbereitung, damit das auch so hintereinander passt, wie ich mir das denke. Das muss ja einen Fluss haben. Das erste Lied muss das zweite ansagen, das zweite Lied muss schon wieder irgendwas zu tun haben mit dem dritten und das muss irgendein Bogen sein. Wolfgang Niedecken, zu Besuch bei Hitradio FFH. Neuerdings ist er ja auch Moderator der Sendung Songpoeten. We got too drunk, we got too high. Von seinem Arbeitszimmer aus sieht Wolfgang Niedecken den Rhein und das tut seiner Seele gut. Und das hat auch geholfen beim neuen Album, Familienalbum. Das ist ja, also du hast mir schon erzählt, das ist ja immer ein ganz, ganz langer Prozess. Ja, also ich wusste, dass ich diesen, ich nenne das immer den Prolog-Song. Ich brauchte den Prolog-Song, der das Album vorstellt. Ich brauchte aber einen Song, um das Album vorzustellen. Und diesen Song wollte ich in Indien schreiben, unmittelbar nach der letzten Tour. Da sind wir am Heiligabendmorgen nach Indien geflogen und ich wusste so, ich will diesen Song schreiben, wusste aber noch nicht so genau, wie die erste Strophe gehen würde. Man braucht ja irgendwie, wie für einen Roman, man braucht einen Hook direkt in der ersten Zeile. Man braucht das Ding direkt. Ja. Sonst ist es gegessen. Sonst springen die Leute weiter. Du brauchst den Hook. Und ich hatte gedacht, ich gehe mal durch mein Haus zu Hause und imaginär und guck mal, wo der Hook denn sein könnte. Und ich war da über eine lange Zeit, habe ich gedacht, ich gehe die Treppe hoch und da hängen ohne Ende Familienfotos. Ja. Von allen Generationen. Und ich gehe die Treppe hoch und sehe diese Fotos. Und das war aber irgendwie, das war es nicht. Das war so alltäglich. Das war, hatte keinen Hook. Und dann gehe ich in meinen Archivraum. Ja. Geistig. Und sehe oben, ganz auf der letzten Reihe da oben, sehe ich rechts diesen Rama-Karton.
den gibt's tatsächlich. Da ist allerdings was anderes drin. Ja. Ich sehe diesen Rahmenkarton und denke, Moment, die Fotos gehören in den Rahmenkarton. Ganz genau. Und dann kann's losgehen. Weil das war der Hook. Der Rahmenkarton war der Hook. Ja. Der ist auch tatsächlich rechts eingerissen. Der ist tatsächlich so. Aber der, jetzt guck mal, das ist ganz toll, weil jetzt haben wir so ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie Songs entstehen. Das ist, es muss nicht unbedingt alles immer 100% wahr sein, aber letztendlich ist es doch wahr. Letztendlich ist es wahr. Also ich habe jetzt keine Fotos dazu erfunden, die es nicht gibt oder was. In anderen Stücken, außer dem Prolog-Song, ist ja auch noch von Fotos die Rede. Also ja. in Weste noch oder Chippendale dich. Mhm. Aber so nichts dazu erfunden. Ich habe halt nur die Fotos an eine andere Stelle verfrachtet. Ja. Also aus meinem Treppenhaus sozusagen in diese Rama-Kiste reingetan. Gut, vielleicht müssen die Leute das gar nicht unbedingt wissen. Vielleicht nimmt das ja auch irgendwie ein bisschen Imagination weg. Aber ich denke, man kann ein bisschen aus der Werkstatt plaudern. Natürlich, deshalb haben wir dich doch hier, damit du uns das erzählst. Wolfgang Niedecken über den Rama-Karton, der Hook fürs Album war. Für das Album Familienalbum. I did my best to notice. Alice Merton singt über ihre Wurzeln und genau das hat Wolfgang Niedecken auch getan im Familienalbum. Und was wir bisher über dich noch nicht gewusst haben, Wolfgang, im Familienalbum habe ich den Eindruck erfahren, wie es. Also mit dem Album lernt man mich, glaube ich, sehr, sehr gut kennen. Man lernt mich auch kennen in dem Zustand, in dem ich jetzt bin und nicht, sagen wir mal, vor 30 Jahren, über 30 Jahren, wo ich meine erste Familie gegründet habe, natürlich darüber auch ganz anders geschrieben habe. Ja, klar. Als jetzt. Dann dieser Perspektivwechsel ist ja auch sehr wichtig, dass man plötzlich derjenige ist, der abends länger aufbleibt, die Frau ist schon im Bett und man hat so verspürt so einen kleinen Blues, weil jetzt sind die Kinder nur tatsächlich alle aus dem Haus und was geht denn jetzt ab hier? Ja. Und solche Sachen, da lernt man mich schon kennen, da lernt man auch meine Gedankenwelt kennen und ich habe den Leuten auch manchmal ein bisschen arg viel zugemutet. Also ein Text wie Bahnhofs Kino, der ist schon schwer. Du hast ja die Enkel gerade schon erwähnt, du hast 4 Kinder, also eigentlich wäre doch langsam Zeit für Enkel. Ja, schauen wir mal, sind wir schon, hat der Beckenbauer gesagt. Das kündigen sich Sachen an, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber du würdest dich freuen, oder du würdest es gerne natürlich, annehmen. Natürlich. Ja. Dann wird das Rudel noch größer. Oh, wie schön, das Niedecken-Rudel, genau, ja. Wo ich dann sage, letzt hat mich jemand gefragt, wie denn so der Idealzustand innerhalb der Familie im Familienleben wäre. Dann habe ich, ohne darüber zu überlegen, habe ich gesagt, am liebsten habe ich, wenn sie alle da sind und mich in Ruhe lassen. Das ist so ein guter Satz und so wahr. Dann gibt's ja die Möglichkeit, dass man dann trotzdem irgendwann was zusammen macht. Ja, klar. Aber jetzt nicht ständig irgendwie da rumglucken und sich langweilen. Das muss ja nicht sein. Also das muss echt nicht sein. Wolfgang Niedecken zu Gast bei Silvia am Sonntag, der Talk. Es ist ein Song von Bab, der Musikgeschichte geschrieben hat. Das Gespräch mit deinem Vater, das du nie geführt hast und jetzt auf dem neuen Album ist ein Song über das Entstehen dieses Songs, Edes lang her, so wie ich es jetzt ausspreche, wo du, also das ist wirklich erstaunlich, wo du ganz schön hart mit dir selber ins Gericht gehst, du bist selbstgerecht gewesen, also sehr, sehr deutlich. Ja, ich habe es noch deutlicher zugegeben als beim Stück Verdammt lang her. Verdammt lang her ist noch ein bisschen, soll man sagen, so ein bisschen verklausuliert. Weil das ist ja ein Gespräch am Grab meines Vaters, das wir nie geführt haben. Da kann man auch schon einiges rausholen, aber so klartextmäßig wie bei Es ist lang her, also die Entstehungsgeschichte von Verdammt lang her, also so klartextmäßig wollte ich es aber auch. Ich wollte das nochmal, weil das Thema ist mir auch ganz, ganz wichtig. Es ist auch wahrscheinlich für andere Leute auch wichtig, dass man nochmal über Konflikte mit seinen Eltern nochmal nachdenkt und relativieren kann, dass man die Position, je älter man wird, auch besser verstehen kann. Mein Vater hat sich tatsächlich hauptsächlich Sorgen gemacht um mich. Ja, das kannst du jetzt sehr gut verstehen, ne? Eigentlich. Ich kann das total gut verstehen. Das konnte ich aber damals auch schon verstehen. Bloß wir